Ich kaufe ein W, ich kaufe ein T und ich kaufe ein F. Was ergibt das? WTF! Bizarrer als heute wird's nicht mehr. Schönen guten Tag und herzlich willkommen in Retro Club. Ich bin's wieder, euer Gregor. Zu einer wunderbaren Stunde altem Krimskrams darf ich euch begrüßen hier auf Rocket Beans TV. Und WTF, die bizarrsten Videospiele, Teil Nummer 2 ist heute das Thema. Vor vielen Jahren, ist mittlerweile tatsächlich schon ein paar Jahre her, da hatte ich schon eine Sendung zu dem Thema gemacht. Da ging es nämlich um abstruse und bizarre Spiele aus Japan. Und da haben wir schon einiges zusammenbekommen, was, sagen wir mal, gegenüber westlichen Sensibilitäten nicht ganz der Norm entspricht. Die Japaner haben so eine ganz eigene Art von Humor und abstruser Denke, die gerne mal in Videospiele umgesetzt wird, die auch für ganz ungewöhnliche Spielkonzepte sorgt. Und ich bin gerade im Moment dabei und beschäftige mich ein bisschen mehr mit der PlayStation. Ich will eigentlich noch ein Special machen über den Sony PlayStation Giftschrank. Spiele, die nur in Japan rausgekommen sind, damit ich die euch zeigen kann. Und da mit drin bei meiner Recherche waren einfach so viele bizarre und abstruse Spiele, dass ich gleich noch mal so eine Sendung wie die hier zusammenbekommen habe. Deshalb heute werden wir uns hauptsächlich auf der PlayStation 1 bewegen, aber da gab es mehr als genug bizarre Sachen, die wir gemeinsam spielen und uns anschauen werden. Wir steigen ein mit einem Game, das wie folgt heißt, nämlich Paranoiascape. Da können wir gerne aufs Ingame auch schon mal raufgehen, werte Regie. Und Paranoiascape, ja, das hatte schon vom Art Design, wo ich das Cover gesehen habe, mir gesagt, okay, da haben wir ein bisschen was anderes. Ihr seht hier, da läuft das Intro ab. Skelette unten, fliegende Augen im Hintergrund. Ja, es wird nämlich präsentiert von Creature Design, Music und Concept von, ich weiß nicht, ist das eine spezielle Gruppe, aber es sind die Screaming Mad. Warum auch nicht, ja, die den Brumpf-Metal im Hintergrund haben. Also, Screaming Mad George, natürlich. Ihr habt die Skelette gesehen, ihr habt die Augen gesehen, ihr seht fliegende Mutantenspermien und Fledermausdrachen. Paranoiascape. Was könnte das für ein Videospiel sein? Ich konnte es nicht ermitteln. Ich habe die Screenshots dann gesehen erstmals und dann gedacht, okay, da hast du so einen Hintergrund, da siehst du die Skelette, da siehst du dies, da siehst du, da fliegen sie darum entlang. Also ich gehe einmal kurz auf die Optionen. Und ich werde einmal, damit ich auf parallel erklären kann, das Ding ausnahmsweise auf easy schalten, werden mich die Hand im Hintergrund anguckt und die Bälle kurz auf unendlich, weil das ist zum Konzentrieren und parallel erklären tatsächlich ein bisschen schwierig und ungewöhnlich. Also Paranoiascape, man kann es vielleicht als eine Abart von dem Flipper-Game bezeichnen. Also zu einem Grunde schon. Allerdings, ein Flipper-Plattformer, Jump'n'Run, ihr habt verschiedene Stages, die ihr auswählen könnt, die wohl mit Paranoia oder Hirnkrankheiten oder was auch immer zu tun haben. Ja, das ist der erste Level hier, die Münder und die Ohren. Ich kann diese beiden Skelette hier bewegen und es kommt hier ein glühender Schädelball hier raus und ich kann diese Skelette auch noch nicht nur nach links und rechts bewegen, um dann entsprechend flippertechnisch auf die Ohren zu hauen, sondern ich kann mich auch nach vorne bewegen, durch den Level hier durch. Und was wir hier machen müssen, ist es quasi das Ende des Levels zu erreichen, während die Flipper-Geister-Schädelkugel verschiedene Sachen hier trifft und mir den Weg freiräumt, damit diese beiden Kollegen hier nach vorne kommen. Also im Moment geht's noch einigermaßen easy, weil jetzt noch nicht so viel große Gegner rausgekommen sind. Da zum Beispiel, da kann ich die Geisterbilder weghauen und wenn ich die berühre, ich habe eine Energieleiste auf der unteren linken Seite. Die möchte ich natürlich möglichst hochhalten, indem ich die Sachen mit dem Geisterball weghaue. Unten die Münder, oben, also die Münder verstehe ich, aber was sind diese anderen Körperöffnungen, die wir da sehen? Darf ich es definieren? Kann ich meine Tipps abgeben, was das sein könnte, wo dann entsprechend diese Geister rauskommen? Sagen wir mal, Pickel sind sie, abgesehen von den Nasen, die wir da haben. Wir können weiter Sachen einsammeln und müssen es, ich versuche mal jetzt, mich einfach mal durchzuwuschen, weil der erste Level, der geht es noch ein bisschen leichter. Und ich muss hier quasi das Ende erreichen, ja, und entsprechend die Gegner, die meisten besiegt haben. Jetzt waren noch nicht so viele von den großen Gegnern da, aber es gibt auch Zwischenbosse, die man weghauen muss. Und es ist tatsächlich ein recht kniffliges Spiel und es hat mir auch, na, wir bleiben schon mal drauf, den zweiten Level will ich auch noch mal kurz zeigen, weil, holy shit, da werden wir nämlich gleich noch mal einen der Bossgegner uns angucken können. Selbst auf Easy war es wirklich anspruchsvoll. Da, ich weiß nicht, was das ist.
ist das eine Schädelspinne oder was auch immer. Ich muss da flippertechnisch das Ding anhauen. Und wenn es mich berührt, ja, wie eine Art Mechano-Spinnen-Device-Gerät. Und es bewegt sich teilweise auch durch die Level. Im Level sind dann Spritzen aufgebaut, die als Bumper fungieren. Ich muss auch aufpassen, weil dieses Gerät fängt irgendwann mal, ja, da kommen auch Messer aus dem Boden raus. Und der Boss wirft auch ab und zu mal Spritzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie eine Art medizinisches Gerät oder so darstellen soll. Ich muss mal kurz gucken. Normalerweise habt ihr auch limitierte Kugeln. Ne? Oh, jetzt fliegen die Spritzen raus, da kommen sie. So, ich hoffe, dass ich den hier irgendwie noch treffen kann. Und erst wenn ich den weghauen kann, wird er mich durch den Level hier konkret lassen. Weil, wenn ich es nur ans Ende schaffe, reicht das nicht ganz. So, ah, komm, mein Freund. Also, ich weiß nicht, irgendjemand wird sich gedacht haben in Japan, passt schon, das ist unsere Idee, das ist unser Spielkonzept, das liegt, okay, ist es, ah, und nein. Gerade haben mich die Messer weggefetzt und ich habe es nicht mal geschafft, ich glaube, den Gegner anzukratzen. So richtig. Das ist Paranoia Escape, ich glaube, dann reicht's auch. Damit, ja, bei manchen der Spielen, da müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen und die mal ein bisschen länger begutachten. Und manche, da sagt man auch, passt schon, bis hierhin. Das nächste Game, das heißt Suzuki Bakuhatsu. Und ich muss sagen, eine der positivsten Überraschungen, die hier meine Recherche in dieser Richtung der WTF-Spiele ergeben haben, auch auf der PlayStation 1 rausgekommen und soweit ich gesehen habe, nicht im Westen irgendwo von Enix gemacht, bevor sie mit Square Enix zusammengeschlossen sind. Suzuki Bakuhatsu ist nämlich ein Spiel, was so ein bisschen ja reelle Schauspieler nimmt. Ich will jetzt nicht FMV-Videos sagen, weil es handelt sich meist um Standbilder, die ineinander geblendet werden. Ich dachte zuerst, ist das so ein Grafik-Adventure, eine Visual Novel oder sowas in der Richtung? Nein. Da, schauen wir uns das Intro mal an. Da seht ihr Leute mit dem Afro, Frauen, die sich hauen, Frauen, die in die Kamera gucken, Leute, die was essen. Funky Musik im Hintergrund, Zooms sind mit dabei, eine Popgruppe habe ich gesehen, jemand hat sich das Bein gebrochen, Gitarre wird gespielt und die Kamera wackelt und die Stadt explodiert. Danger Hazardous Area. Es ist keine Visual Novel, sondern es ist ein Bombenentschärfungsspiel. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Level bestehen daraus, dass man Bomben entschärfen muss. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also ich werde einmal auf New Game gehen. Und auch hier im Sinne des Erklärens, ich glaube, da habe ich ein bisschen besseres Zeitlimit, wenn ich es hier aufs Easy mache. Ansonsten ist es alles recht knapp gelegt. 8:21 Uhr frühmorgens, ich schätze mal in Tokio. Ja, in den meisten Fällen ist es dann auch in Tokio. Da klingelt es an der Tür, die junge Dame, sie schläft noch. Sie übernachtet, wer könnte es denn sein, um 8:21 Uhr. Irgendwas explodiert und dann wacht sie auf. Vielleicht hat sie sich das auch nur eingebildet, wer könnte es sein. Ich gehe mal in Richtung Tür. Da steht jemand davor mit Turnschuhen, mit den zwei Streifen, die Adidas. Hier in Zimmer 203. Ein Paketbote mit einem Paket und einer Orange da drauf. Und da bummert schon ein bisschen, ja. Guten Tag, ich habe hier diese Orange für Sie. Denkt die Frau, was ist das für eine Orange? Na gut, ich nehme das an. Warum nicht? Warum nicht das Paket? Sie hört rein. Hört ihr's? Die Orange, sie tickt. Hör? Die Orange ist tatsächlich die erste Bombe, die wir gekriegt haben. Und wir haben ein Zeitlimit jetzt, um diese Orange zu lösen. Wir haben verschiedene Moves, die wir machen können. Ihr seht diese Pfeile. Es ist, wie ich im Steuerkreuz da rangehen kann. Zum Beispiel hier kann ich nur links und rechts lenken und schon. Ah, ich habe eine Schraube gefunden. Okay, ich habe verschiedene Tools, die ich benutzen kann. Und ich würde sagen, für die Schraube ist ein Schraubenzieher ganz gut geeignet. Ich wähle ihn aus und dann. So, wie war das? Genau, mit. Ne, Moment. Da drauf mit Kreis. Und dann drehe ich dran. So, wie habe ich nochmal gedreht? Ich wollte gerade mit dem Analogstick machen, aber beim Testen vorhin habe ich es geschafft. Ich habe vergessen, wie man dreht. Drück die falsche Taste. War es Dreieck vielleicht? Ah, oder? Nee, aufschrauben wollen wir.
Ah, okay. Ich wollte zuschrauben jetzt hier gerade. Und ich hab's falsch rumgedreht unten. Das war mein Fehler. Aber die erste Schraube habe ich aufgekriegt. Das Time Limit läuft runter von 4 Minuten. Okay. Ich hätte natürlich auch die richtige Richtung machen sollen. Da sind wir zu nah dran. Da können wir noch nicht. Aber wir haben noch mehr Schrauben, die da sind. Die würde ich gerne auch nochmal öffnen. Ich glaube, wir sind wieder beim Aufschrauben-Modus. Die entfernen wir auch. Ist natürlich jetzt so ein bisschen Ratespiel. Weil wir müssen natürlich ermitteln, innerhalb der Zeit, was wir machen können. Okay, auch das ist eine Schraube, die ich aufmachen kann. Schraub, Schraub, Schraub. Und wir haben den Zylinder geöffnet, der Orange. Oh, und die Zeit, sie läuft unaufhörlich weiter. Wir können uns natürlich weiter Sachen angucken. Da, guck mal da. Wir haben die Möglichkeit zu untersuchen. Da ist ein Schild, da steht Danger drauf. Ist gefährlich, ne? Also, welchen Draht soll ich durchschneiden? Den roten oder den blauen? Beim roten steht Danger. Ich weiß also nicht. Ich nehme meine hier Kneifzange und hoffen wir aufs Beste, weil beim roten steht Danger. Kann es eigentlich nur das Gefährliche sein. Schnellst du ja durch und geschafft. Level 1 ist geschafft. Wahrscheinlich kein nicht ganz so gutes Rating. A und B. Letztes Mal habe ich ein A bekommen, aber weil ich schon richtig rum hatte mit dem Drehen. Dann hatte ich es nämlich verdödelt. Hier. Hab's mit 2 Minuten 45 übrig dann noch geschafft. Erste Bombe ist entschärft und ich habe tatsächlich auch nur bisher die erste Bombe gespielt, deshalb ich würde mal gerne gucken, was die zweite jetzt hier macht. Sie legt sich wieder hin! Warum legst du dich wieder hin, mein Mädel? Da dampft sogar das Ohr. Ich glaube, so geht das Spiel tatsächlich weiter. Wir sind jetzt draußen. Tief unten auf dem Boden. Jemand läuft entlang. Sind wir das? Vielleicht. Wir haben sie ja noch nicht mit Kleidung gesehen, die kein Schlafanzug gewesen ist. Sandalen oder Barfußsandalen, ne? Ich glaube ja, um die Uhrzeit, da trägt man gern Sandalen. Und okay, was ist das? Ist das so ein Pogo-Stick? Ja. Das Mädel springt mit einem Pogo-Stick durch das, ich will jetzt sagen, Minenfeld. Das kann es nämlich sein. Vielleicht ist die gerade am Pogon, hat ein bisschen Spaß draußen, trainiert und springt aus Versehen auf ein Minenfeld drauf. Dann müssen wir die Tretmine entschärfen. Das könnte es nämlich auch sein. Ich frage mich, wo die Bombe ist. Jetzt trinkt sie Tee und isst ein Küchlein. Ja. Hallo, der. Oh, könnte das Küchlein die Bombe sein? Eine bombige Überraschung in der Sahne. Normalerweise, das einzig Bombige sind die Kalorien, die da drin sind. Okay, und jetzt? Vielleicht ist es meine Belohnung, dass ich die erste Bombe gelöst habe. Dass ich mir das Mädel hier beim Pogo und Essen anschauen darf. Ah, eine Brücke. Natürlich. Eine Brücke. Da ist es. Da sehe ich's. Mitten beim Pogo. Einfach so. Schau dir das an. Da steht einfach meine Zeitbombe. Mitten unter der Brücke, wo ich beim Pogo gewesen bin. Um 9.54 Uhr. Ich habe gerade mal vor 2 Stunden eine Bombe entschärft. Mich dann wieder schlafen gelegt. Da steht ein Taucher im Aufzug. Also im Aufzug, den er anhat, als auch im Aufzug, wo wir drin sind. Sind natürlich voll beladen hier. Wieso habe ich denn eine Pistole als Regenschirm? Wo kommt das denn hier auf einmal? Okay. Alle heben die Hände. Nee, Moment. Die Pistole ist die Bombe. Jemand hat mir statt einem Griff am Regenschirm eine Pistole dran gepackt, die eine Bombe ist. Okay. Könnte es das sein? Wo kommen wir denn mal hier? Hier. Oh, im Lauf. Da ist eine Schraube im Lauf drin. Okay. Also. Ich würde mal wieder gegen den Uhrzeigersinn zum Aufschrauben. Oh, uns ist es aufgegangen. Da drin haben wir jetzt das richtige Bombengerät.
Wir haben zwei Schrauben da. Ich könnte natürlich noch weiter untersuchen, aber ich riskiere es mal. Wir sind ja noch am Anfang, da soll es ja nicht so schwer sein. Und da unten nehmen wir auch die nächste Schraube raus. Dann haben wir noch mehr Schrauben, okay. Lass uns die aussehen. Wir müssen als Bombenentschärfer schnelle Entscheidungen treffen. Und da gehört es auch zusammen, dass wir... Okay. Ah, guck mal, wir müssen die Schere irgendwie entschärfen. Oh, und ich verstehe. Warte mal. Wie kann ich denn... Ich würde gerne jetzt die Schrauben. So. So, diese Schraube. Und die muss ich im Uhrzeigersinn aufschrauben. Nein. Huh! Okay, es geht näher ran, aber... Ah, ich verstehe. Okay, je nachdem... Okay, was ich aufschraube, geht's in die eine Richtung. Das darf ich nicht zu weit dann hinkommen lassen. Weil ansonsten schneidet es mir mit der Schere den falschen Draht durch. Da haben wir das Device entfernt. Und, also jetzt steht Danger am anderen dran. Der will mich ja wohl nicht verarschen wollen, oder? Ah, wir haben es geschafft. Was hat uns das gemacht? Ein B wieder? Ein B. Na gut. Und da zeigt sie auf uns auf. Leute, ich würde sagen, es ist genug, weil dieses Spiel, das wird uns auch komplett in Beschlag nehmen. Ich mache mir einen Spielstand mal da, weil das möchte ich tatsächlich gerne mal weiterspielen und mir weiter angucken. Wir wollen aber noch mehr abstruse Sachen zeigen und nicht nur bei einem Spiel bleiben. Geiles Spiel, irgendwie. Ich mag das. Ich finde das tatsächlich richtig gut. Ein bisschen anders als gut ist das kommende Spiel, was wir uns angucken werden. Und auch da ein Genre, das ich nicht so ganz definieren konnte oder sagen konnte, was genau für ein Spiel es ist. Wie gesagt, all diese Dinger für die PlayStation 1, die meisten davon sollten wirklich auch Japan-exklusiv gewesen sein. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, diese mal in einer West-Version irgendwo gesehen zu haben. Das nächste Spiel, 1997, ist es rausgekommen und heißt Mad Panic Coaster. Können wir auch gerne draufgehen. Da sehen wir Figuren, Augen, die im Dunkeln zusammenkommen wie im guten Zeichentrickfilm. Und da stehen sie, hören ein bisschen Musik. Was passiert gerade? Es ist ein Rockkonzert. Es sind die Mad Panic Coasters anscheinend, machen so viel Heavy-Metal-Musik, dass oben sogar auf der Ecke, da seht ihr es ganz oben, der auf dem Lautsprecher die Getränkeverpackung hopst. Mad Panic Coasters ist nicht nur eine Gruppe von Horrorfanatikern, sondern Mad Panic Coaster ist ein Rennspiel, will ich mal sagen. So ein bisschen, aber ein Rennspiel auf einer Gruselachterbahn. Ja, ne? Ich gehe mal kurz auf Start. Da können wir bisher auch nur Mad Island auswählen. Ich muss mal gucken, wie weit ich komme. Ganz ehrlich. Weil dieses Spiel ist schon sehr, sehr reaktionsschnell. Und man kann sich versuchen, irgendwie da durchzuwurschteln. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, unsere beiden Kollegen hier, übrigens, wenn ich auf Pause mache, dann guckt er nach vorne, das Mädel freut sich. Wenn ich nicht auf Pause mache, gucken sie nach hinten und sind grün im Gesicht. Wir befinden uns im NPC Mad Panic Coaster. Und gleich können wir die Kontrolle übernehmen, werden dann volle Kajüte, voll Karacho hier runtergejagt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nach links und rechts zu lenken. Wir können springen, damit wir den Hindernissen ausweichen. Und okay, ich darf diese Männchen, glaube ich, nicht erwischen. Und muss mich jetzt in dieser Achterbahn quasi rüber bewegen, ohne dass ich abrutsche, wie hier. Zum Glück werde ich aber noch mal reingeworfen. Und ab und zu muss ich auch mal den Sprung anwenden, aber im besten Fall nicht in der Kurve, weil dann fetzt es mich weg. Checkpoint, glaube ich, habe ich erraten. Oh Gott, Alter, es ist wirklich, holy shit, was wollt ihr von mir? So ein bisschen ist das. Ja, mal etwas anders. Und
Ihr könnt euch vorstellen, also so ein bisschen klebt zum Glück der Rollercoaster auf der Strecke, aber es wirkt fast schon eher wie die Rainbow Road bei Mario Kart. So, da durch den Checkpoint gesprungen. Okay, das war der Game Over. Schmeißt du mich am Checkpoint raus oder so, sonst versuche ich es gleich nochmal. Aber, schweres Konzept. Also man muss schon. Und er schmeißt mich wieder am Anfang von der Strecke raus. Also ich glaube, einmal können wir es nochmal probieren. Inklusive der extrem langen Anfahrt, die hier ist. Vielleicht gibt es tatsächlich ein paar reaktionsschnelle Leute da draußen, für die das kein Problem ist, das entsprechend so mitzunehmen. Aber ich finde, das Konzept ist abstrus genug, dass es auf jeden Fall auch hier vor allem mit dem Look and Feel in die WTF-Kategorie reingehört. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt empfehlen würde. Ne? So, vielleicht soll ich mal ein bisschen mehr bremsen. Nein, bremsen, wer bremst, verliert. Okay. Ich versuche auch mal. Okay, ich halte mal nach hinten. Ich bremse mal, geht es ein bisschen einfacher vielleicht. Kriege ich nicht so viel. Oh Gott. Kriege ich nicht so viele Punkte vielleicht, aber eventuell schaffe ich es zum Ende. Oh Gott. Okay, okay. Wenn es wenigstens nur so ein Ausweichen wäre, so von links nach rechts und so ein bisschen Outer Runner-mäßig. Aber nein, es ist. Ach, du kannst komplett wegrutschen hier. Was ist der? Okay, eine. Und es hat mich wieder weggefetzt, ne? Jawohl! Das soll es auch gewesen sein mit Mad Panic Coaster. Also meine Empfehlung hat es nicht, muss ich sagen. Immerhin haben wir es hier dann auch einmal euch zeigen können und dementsprechend eine Bühne geboten, aber es war der Vollständigkeit halber rein. Das nächste Game, das heißt Q-Gene. Ich hoffe, ich habe es richtig rum ausgesprochen. Und Q-Gene, da könnt ihr auch raten, was für eine Art Spiel es ist oder um was es eigentlich geht. Wir werden uns gleich das Intro erstmal anschauen hier und können wir auch gerne aufs Ingame schalten. Da ist der Entwickler Media Entertainmento, haben es gemacht. Also, da sind wir einen kleinen Jungen mit einer Schirmmütze, rot und in gelb. Und das Intro? Da ist er, ein Staubsauger, der Haare einsaugt, ja. Das ist unser junger Protagonist, Mi Soji, steht auf seinem Shirt. Und er und, ich sag mal, seine Schwester spielen auf ihrem Lieblingsspielzeug, dem Staubsauger, da drauf. Und sie staubsaugen natürlich nicht nur gerne, sondern sie lesen auch gerne Bücher. Vor allem Märchengeschichten da zusammen. Wie zum Beispiel folgendes Buch hier, das zum Glück anders koloriert war, sodass es rausgenommen werden kann. Also wenn mal du erschöpft bist vom Staubsauger und der Staubsauger guckt auch ins Buch mit rein. Warum auch nicht? Fangen sie an, ihre Geschichten zu lesen. Die Schwester ist eingeschlafen und der Staubsauger spricht mit uns und da kommt eine Fee aus dem Buch raus. Und die Fee spricht mit dem Jungen und sagt, was ist los? Was kannst du hier machen? Was kannst du hier tun? Wir brauchen deine Hilfe. Ich interpretiere das jetzt einfach mal. Wir brauchen deine Hilfe, mein Junge, da. Unser Zauberreich wird von einem bösen Magier-Dämon ins Unheil gestürzt. Und nur du kannst uns retten. Du kannst mit deiner Kraft, mit deinem Talent uns aushelfen, weil Peter Pan hat gerade keine Zeit. Und du bist das Erstbeste, was hier angeschwemmt wurde vom Schicksal. Dann verwandelt sich die Fee in einen Düsenjet, in einen Roboter. Und wir fragen uns, was soll das alles überhaupt? Und ich frage mich vor allem auch, der Staubsauger willigt auch in das hier alles ein. Was wird wohl jetzt passieren? Was glaubt ihr? Wir haben den Staubsauger, wir haben das Mädel, wir haben den Jungen und wir sind alle wohl in das Buch reingedampft worden. Sind in das Reich des Buches eingetreten. Und ab jetzt geht's richtig ab. Könnt ihr jetzt schon erraten, was für eine Art von Spiel das sein wird? Weil ich hätte es jetzt noch nicht gewusst. Ich kann mir so ein paar Sachen vorstellen. Ich habe so ein paar grobe Ideen. Oder hab damals so ein paar grobe Ideen gehabt, wo ich das erstmal gesehen habe, was das denn sein könnte. Und da, das Tor ist geöffnet zur wunderbaren Wunderwelt. Da ist ein Schloss. Es wird schön gesungen im Hintergrund. Und da kommen sie, angeflogen, die beiden auf ihren Staubsaugern. Ich bin das, Mi und das kleine Schwesterlein. Und beide fliegen mit den Staubsaugern
und dem Seestern durch die Gegend hier. Ich bin ganz baff, auch wie hoch. Es hätte auch total in die Folge mit den besten PlayStation-Render-Intros gehört, muss man sagen. Weil die sehen genauso aus, wie sie gezeichnet wurden. Ja, da sieht man jetzt ein bisschen, was für ein Spiel das ist. Die beiden fliegen herum und es ist ein horizontales Ballerspiel. Ein Shoot'em'up. Die beiden fliegen durch die Gegend, da sind die Bösewichte, ich glaube, den Magier, den wir gesehen haben. Und zum Glück unser bester Freund, der Staubsauger, hilft uns mit Ballerei und knallharten Schüssen dem Ganzen Herr zu werden. Warum der Staubsauger vorher schon lebendig gewesen ist, bevor wir in diese magische Welt gegangen sind, warum die beiden Kids so eine Affinität gegenüber dem Staubsauger haben, vielleicht ist es ihre verstorbene Mutter, der verstorbene Vater, ich weiß es nicht. Ja, das ist so Sitcom-Konzept. Vater starb beim Arbeitsunfall, aber sein Geist ging in den Staubsauger über. Und seitdem spielt er mit den Kindern, aber hat ab und zu auch mal die Schnauze voll, weil wenn wieder irgendetwas weggesaugt werden muss, was nicht so gut und nicht so hochgradig ist. Wir gehen einmal hier ins Game und da sehen wir den Startbildschirm. Und ich würde sagen, Leute, lasst uns kurz in die Werbung gehen. Und wenn wir zurück sind, dann werdet ihr volle Pulle Baller-Action bei Kyujin euch angucken können. Der Staubsauger wartet auf euch. Bis gleich. Wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause. Es geht weiter im Retro-Club und dem Thema WTF, die bizarrsten Spiele aus Japan. Teil Nummer 2, heute mit einem PlayStation 1 Special. Kyujin war das Game, was wir vorhin im Intro geschaut haben. Ein Junge, ein Mädel, ihr Staubsauger, eine Fee, die sich in einen Roboter oder in einen Düsenjet verwandelt und ein böser Magier wollen in die Schranken gewiesen werden. Und wir starten einmal. Ja, dieses Game ist ein Shoot'em'up. Das heißt, in meinem getreuen Staubsauger fliege ich jetzt hier durch die Gegend. Ich habe, glaube ich, gerade schon den Special Move ausgelöst. So. Und ich kann hier herumfliegen und habe gerade ein Schuss-Special Also, es ist wie Gradius, Schuss-Special aufgesaugt. Muss man sagen, während der Staubsauger hier herumfliegt und ich die Möglichkeit habe, hier Gegner wegzuschießen. Warum es ausgerechnet ein Staubsauger ist, ich verstehe es nicht ganz. Ne? Vielleicht haben die Entwickler einfach es gerne sehr reinlich bei sich gehabt. Ja, in Japan ist es ja häufig auch in Firmen eine Mitverantwortung der Mitarbeiter, auch regelmäßig komplett das Büro zu saugen und zu putzen, damit alles möglichst schön sauber für alle ist. Und eventuell ist daraus der Gedanke entstanden, der Staubsauger, der Held unseres Alltags, warum soll es nicht auch der Held unserer Spiele sein? Zwei-Spieler-Modus gibt es ja auch, natürlich. Ich hätte mich anfangs auch entscheiden können, mit dem Mädel zu spielen oder ein zweiter Spieler ist mit dabei und spielt dann das Mädel hier, während wir herumfliegen. Und momentan ist es nicht allzu schwer, denn ich habe, glaube ich, einen Autoshot aufgesaugt, der jegliche Gegner wegzimmert, wo wir unterwegs sind. Aber es kann natürlich auch der einfache Einstieg jetzt erstmal sein. Wenn wir die Vögel hier wegwamsen. Wer ein bisschen ungewöhnlichere Shoot'em'ups sehen möchte, das ist auch potenziell ein Thema der folgenden Specials, einer der folgenden Folgen vom Retro Club. Ich will mal ein bisschen was über die sogenannten Cute'em'ups machen. Im Sinne von solchen Games wie Parodius. Und ja, bis hierhin ging's, aber gerade wurde ich getroffen. Und okay, jetzt haben wir den Gegner doch weggehauen. Der Boss. So, lass uns mal wieder aufnehmen und gucken, ob wir die entsprechen. Aber bis dahin gar keinen Anspruch. Und jetzt kommt auf einmal der Boss und schießt zurück. Shoot'em'ups, Ballerspiele, die ein bisschen auf so eine kniffligere Art gegangen sind. Holy shit, okay. Die Projektile von der kann ich nicht ganz so... Obwohl, ich glaube, ich habe sie geschafft jetzt hier gerade. Die sogenannten Cute-Maps, die ein bisschen so knuffigeren Stil haben, aber durchaus so hoch sind. Parodius ist ein gutes Beispiel, Twinbee und wie sie alle heißen. KO Flying Squadron hatten wir ja auch zum Beispiel schon gesehen. Solche Games in der Richtung, da würde auch Kyujin ganz gut reinpassen mit seinem sehr, angenehm, comichaften Stil. Für viele vielleicht von aktuellerer Zeit aus her, Cuphead hatte ja auch fast so Cute-em-up-Baller-Stages. Ne? Shoot-em-ups, aber eher im niedlicheren Design. Die haben es aber spielerisch und schwierigkeitstechnisch sehr in Sicht. Kyujin würde ich nicht zu den Stärkeren jetzt zählen. Ne? Es ist
interessant vom Konzept des Staubsaugers. Aber abgesehen davon, der erste Level hat mich noch nicht so wirklich gekickt vom Stil aus. Und dass wir eine große Gegnerin da hatten, die wir weghauen müssen, das kennen wir alle spätestens seit Parodius. Mal gucken, ob wir es zum nächsten Boss dann schaffen. Mit unserem Jüngelchen hier. So, lass uns hier nochmal den Special rausnehmen und mal sehen, welchen Schuss wir hier haben. Den Laser finde ich nicht ganz so geil, muss ich sagen. Da finde ich den Homing-Shot ein bisschen besser. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich auch im Kielwasser von Parodius entstanden ist, was ja so die Marke ist für solche Games. Und auf der PlayStation hat man sich auch gerne mal mit etwas anderen Konzepten dann auch ausgetobt. So, was könnte wohl der erste Boss hier sein? Ist es schon der böse Zauberer, den wir vorhin gesehen haben? Oder wartet ein König mit seinem Zepter auf uns? Ich weiß auch gar nicht, jetzt fliegen Äxte durch die Gegend. Okay. Lass ihn mal ein bisschen näher rankommen. Da seht ihr, da sind die Äxte. Vielleicht der Axtwerfer. So, und was haben wir hier erreicht? Da kommt eine Gruppe von Eiern. Die näher rangeht. Und auch die, okay, die Eier haben wir weggeeiert. Das ist in Ordnung. Da kommen, oh, fliegende Ritter. Die Treppe einfach mal nicht benutzen, die da ist. Wieso eine Treppe bauen, wenn ihr fliegen könnt? Und Papierflieger. Ja, ne? Jetzt warf jemand nach den Äxten Papierfliegern, damit die ein bisschen erfolgreicher sind, als was wir vorher hatten. Oh, und ich wette, ich wollte gerade sagen, die haben Äxte im Hintergrund und die Äxte fallen nach vorne. Die großen Ritterrüstungen, aber sie sind anscheinend nur Deko. Da kommen sie wieder, die kleinen Ritter. Die fiesen. Und jetzt. Jetzt hat die Musik aufgehört. Das heißt, es ist Boss-Time. Es ist ein Frosch. Es ist der Froschkönig. Komm her, Froschkönig. Oh Gott. Ich bin direkt in den Froschkönig reingelaufen. Okay, ich schmeiße mich wieder beim Boss raus. Das ist ein ganz anderen Schuss hier. Okay, also die Bosse sind hier wirklich das Schwierige dann. Ich versuche mich mal unter dem bewegen. Nehmen wir den Laser. Okay. Jetzt hat er mich berührt einmal. Machen wir den Special, wir nehmen die Energie. Wir haben also zum Glück hier auch kein One-Hit-Kill, sondern ich glaube, einen Schuss kann ich vertragen. Oh, shit. Und da hat er mich erwischt. Ist es der... Und es ist der Game Over, leider. Und der Staubsauger wollte nicht, wie wir eigentlich wollten. Das soll's genug gewesen sein zu Kyujin, dem Staubsauger. Und es wird nur noch abstruser von hier aus. Es wird nur noch abstruser. Das nächste Game, es hat ein Ausrufezeichen im Titel. Es nennt sich Oh No. Oh No. Oh Nein. Auf gut Deutsch. Und, wie kann man dieses Spiel erklären? Wahrscheinlich. Wir hatten in der ersten WTF-Folge, da gab es ein Spiel namens Muscle March von der Nintendo Wii damals gewesen, wo man Muskelmänner in einer Prozession, in einer Polonaise sind sie herumgelaufen durch Level und haben Posen gemacht, damit sie durch Löcher in Wänden durchkommen. Oh no! Sind keine Muskelmänner. Keine Bodybuilder oder so per se, aber so eine Prozession. Eine Polonaise ist fast schon richtig. Ich lasse das Intro auch ein bisschen ablaufen. Das Intro ist sehr, sehr lang, aber ein bisschen können wir hier schon sehen, worum es geht. Es ist ein anscheinend normales kleines Reihenhaus in Japan. Der Sonakawa, die Boombox spielt Musik, während geduscht wird. Schön im Beat. Ja, über. Ich hoffe, das waren die Schultern, die wir gesehen haben. Das sind nicht die Schultern, die wir gerade sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wird funky geduscht, wird frisch gemacht für den Tag. Und wer ist es, der da in der Tür steht? Ein Glatzenmann. Der Let's Go sagt. Und gemeinsam fangen sie an zu essen. Die beiden Glatzenmann Brüder, Vater und Sohn. Ich weiß nicht, Kinder. Wahrscheinlich die kleinen Brüder. Haben gerade sich geduscht, während die Mutter anfängt, sich zu schminken. Und sie mit denen schimpft ein bisschen, würde ich jetzt sagen. Was soll denn das? Den ganzen Tag das Badewasser benutzen? Macht das wie ich? Einmal kurz mit dem Schwamm. Da, das ist der Vater, eindeutig. Gegerbt von der Sonne. Das Haar
selbst wenn er wollte, nicht mehr vorhanden. Kleine Würstchen werden gegessen, die wie Oktopus geschnitten wurden. Und die Mutter, die ist nicht ganz so erpicht darauf, hat sich mit ihrer Lieblingsdecke den Hintern gebürstet. Und das ist jetzt der Opa, will ich sagen, weil ihm fehlen Zähne. Er hat gar keine Haare. Und sieht ein bisschen gegerbt aus. Oh nein, und ausgeschüttet. Alles. Also eine Familie von lauter Halb- oder Komplett-Glatzköpfen, die ihre Mutter in den Wahnsinn bringen oder die Frau des Hauses. Und während sich hier alle beschweren, ich gehe auch mal weiter von dem Intro hier aus, weil das geht jetzt noch mal ein paar Minuten so weiter. Wir haben, oh, und Großmutter ist leider gestorben, da ist der Opa ganz traurig. Wenn ich denn überhaupt, ich kann gar nicht weitergehen. Ich drücke gerade auf Start, das letzte Mal habe ich mir das Intro nämlich komplett angeguckt. Und ich dachte, ich kann es dann überspringen wieder, aber nein. Na gut, dann schauen wir uns die ein, zwei Minuten dann hier entsprechend noch an. Der eine hat sich die Hose genässt, glaube ich. Alle schreien herum. Die Mutter hat alle Hände voll zu tun. Der Vater guckt auf dem Boden entlang. Die Hose ist nass. Alles ist am verrückt spielen. Und jetzt wird mal auf den Tisch gehauen. Es ist nicht nur die Mutter, sondern auch die Schwester. Ich weiß nicht, wie diese Familienverhältnisse hier alle sind, aber es war anscheinend unterhaltsam genug. Also dieses Spiel ist ein Autorunner, würde ich jetzt fast sagen. Mit den beiden Glatzenbrüdern sind wir auf der Straße unterwegs. Und in ihrer Nacktheit laufen sie entlang und sammeln Burger ein. Ich habe die Möglichkeit, sie hintereinander zu packen oder seitlich, und ich habe die Möglichkeit auch zu hopsen. Ich muss hier aufpassen, dass sie auch durch die Türen durchkommen. Aber auch nach Möglichkeit nicht von den Autos überfahren werden. Okay, oh. Und es wichtig ist, sie seitlich zu packen, wenn ich denn entsprechend irgendwo drüber springen muss. Aber hintereinander, wenn sie durch Türen müssen und nicht von irgendwelchen Leuten angehauen werden. Zumindest ist die Geschwindigkeit jetzt noch nicht so hoch. Checkpoint erreicht. Und da ist es, wir sind mitten in die Polonaise geraten. Wir passen tanztechnisch gut hinein. So, und wir müssen uns entscheiden für einen Weg. Lass uns den hier nehmen, meine Freunde. Oh, und wir wären fast... Wir sind jetzt im Bad gelandet, wo zum Glück die nackten Männer überwiegen. Und ich darf sie auch nicht voneinander entfernen lassen. Deshalb nach Möglichkeit muss ich immer schön variieren, was es angeht mit dem Vorne und Hinten. Als Spiel ist es nicht übel, will ich jetzt sagen, ne? Weil es lebt natürlich von den abstrusen Ideen. Ah, und da. Da hat mich die eine Dame aufgehalten gerade. Und ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich guck mal nach, wo schmeißt du mich raus? Ein Container, ah, okay, da vorne. Ein Container will ich zumindest noch machen. Super leicht ist es nicht. Achso, ja, Push-Start. Soll ich auch Start pushen. Super leicht ist es nicht. Ich muss auch wohl immer die Energie aufsammeln, denn jede Bewegung, jeder Arschwackler sorgt dafür, dass ich Energie verliere. Macht's auch schwierig, dass ich hier nicht sehen kann, wo ich bin. So, da haben wir es nochmal rüber geschafft. Oh, die... Ah, ich darf die Fischburger nicht essen. Ah, okay. Das war bescheuert von mir. Das war dumm. Ich habe natürlich auch die Fischburger gesehen, aber Fisch mögen die anscheinend nicht. Ein Leben versuche ich da noch. Die Fische mögen sie anscheinend nicht. Ich darf nur die Hamburger einsammeln, nicht die Fischburger. Weil Fischburger ziehen mir Energie ab und die brauche ich doch zum Bewegen. Okay, okay, okay. Also, Hamburger, nicht die Fischburger. Hamburger aufnehmen. Wir nehmen wieder den Burger hier. Jetzt bin ich doch aber gehopst. Okay, ein letztes. Verdammt nochmal. Dieses Ding, so, komm, komm. Ich hätte wieder auf zwei schalten sollen. Ich war doch gerade schon weiter. Ich war doch gerade schon weiter. Also, gerade bleiben da.
Oh, das war knapp. Okay. Also Fischburger nicht einsammeln. Fischburger nicht einsammeln. Aber Hamburger einsammeln. Jetzt ist die alte Dame, hat mich ja wieder aufgehalten da. Okay, das reicht. Das reicht. Ah. Dieses Spiel treibt mich in den Wahnsinn. Vielleicht auf mehrere Arten, als wie es das gewollt hat. Deshalb lass uns ein bisschen was Unterhaltsameres jetzt machen. Wobei, unterhaltsam war das schon eigentlich ganz gut genug. Aber kurzweiliger ist vielleicht das richtige Wort. Das ist nämlich der dritte Teil einer Serie, die auch hierzulande rausgekommen ist. Ich kann mich zumindest an den ersten Teil erinnern. Es heißt Bishibashi Special 3. Und ist eine Minigame-Sammlung, Bishibashi Special, gab es eben auf dem ersten Teil hierzulande auf der PlayStation, da können wir auch gerne jetzt schon aufs Ingame raufgehen. Und diese Minigame-Sammlung im dritten Teil, glaube ich, nur in Japan erschienen, oder zumindest ich kann mich da selbst nicht erinnern, die in Europa mal gesehen zu haben. Kann es sein, dass die vielleicht mal später rausgekommen ist, ist hauptsächlich eigentlich dazu gedacht, die mit einer Tanzmatte spielen zu können. Es gab ja die Dance Dance Revolution Tanzmatte, die man an die PlayStation angeschlossen hat, wo man verschiedene Pfeile hatte und dann entsprechend draufspringen musste. Dieses Special hier ist eine Minigame-Sammlung, die gerade auf solche fußbasierten Minigames, die man mit einer Tanzmatte oder mit dem Controller alternativ spielen kann, zusammengestellt wurde. Ein bisschen wie die WarioWare-Games, wo ihr reingeworfen werdet. Und hier ist das Konzept. Mach mal, ihr müsst maximal ein oder zwei Knöpfe drücken oder auf Sachen draufspringen. Ist schön abstrus von den Minigames aus her. Hat wohl was für Leute, die den Füßen nicht abgeneigt sind. Hier mit am Start. Und die Minigames sind durchaus unterhaltsam, die hier dabei sind. Ich werde jetzt hier mit dem Controller spielen. Man kann bis zu 2 bis 8 Leute, glaube ich, hier zocken. Aber wir machen einmal den Singleplayer hier an. Wenn ich jetzt wüsste noch, was der Singleplayer gewesen ist. Ah ne, das sind die Optionen. Okay, Optionen brauchen wir nicht, weil ich habe keine Ahnung, was jeweils hier bedeutet. Dann gehen wir hier, das ist das. Ah ne, das ist der Game Select. Wir wollen wieder zurück. Kommen wir denn irgendwo raus? Achso, wir lassen mal die Zeit ablaufen, weil ich komme hier nicht wieder mit X raus. Ich will mal den Standard-Singleplayer machen, weil ihr seht, wie viele verschiedene Minigames hier drin sind. Und da gibt es einige davon. Oder hat er. Okay, er hat jetzt automatisch welche gewählt. Okay, das erste ist tatsächlich ganz klassisch Dance Dance Revolution. Hier wird gezeigt, wie du es mit der Tanzmatte spielen würdest. Oder wie du es mit dem Controller spielen würdest. Und jetzt mache ich mal die eine Runde. So, ich bin der linke Player. Okay. Okay, ich habe gleich den ganz schweren Part genommen. Und gleich verloren. Habe ich irgendwelche Punkte bekommen? Nein, ne? Nicht mal ansatzweise. Dann, lass uns mal kurz rausgehen, Regie. Ich guck mal, ob ich das neu starten kann. Weil der Modus macht mich jetzt gerade fertig. Ich wollte eigentlich nur den Singleplayer starten. Wo ist er denn? Restart. Einmal hier, einmal neu. Wo bleibst du denn? Close. Okay, so sieht das schon besser aus. Also mit dem Singleplayer, da bin ich tatsächlich ganz gut zurechtgekommen, aber ich habe vielleicht auch nur die leichten Stages gemacht. Es hat tatsächlich, ihr habt es ja schon im Intro gesehen und in anderen Sachen, ein bisschen abgedrehteres Design, vor allem dieses sehr visible Fußmotiv, was mit dabei ist, ist tatsächlich nochmal was, was es das Ganze heraushebt. So. Und Konami natürlich, ja, Dance Dance Revolution, gerade was wir auch nochmal gesehen haben, war Beatmania im Speziellen, der inoffizielle Guitar Hero Vorgänger, kann man sagen, weil Konami hat ja auch das Musikspielgenre quasi mit erfunden, mitgeprägt. Die hatten ja die erste spielbare Gitarre. So. Das sollte der Singleplayer sein. Alles klar. Genau, damals. Ich bin der ganz linke Player. Und das erste hier zum Beispiel ist es, die richtigen Knöpfe entweder auf dem Steuerkreuz oder auf dem Controller zu drücken. Ein bisschen irritiert es mich, dass es nicht die gleichen Farben wie auf dem Controller sind. Dreieck, Kreis und Viereck.
muss ich dann in der entsprechenden Reihenfolge drücken. Und wer am Ende das Ziel erreicht, ist auf dem ersten Platz. Zum Glück, das ist kein so schweres Spiel. Wobei, oh, zweiter und dritter Player der Computer ist zeitgleich gelandet auf dem nächsten Part. Hat mir einen Punkt jetzt gebracht. Und es wird ins nächste Minigame reingeworfen. Ihr könnt euch vorstellen, mit einer richtigen Tanzmatte ist es natürlich umso anstrengender. Hier geht's ums Seilspringen. Gedrückt halten und loslassen ist dann das Seilspringen selber. Man muss entweder Viereck und Kreis gleichzeitig oder auf den beiden Steuerkreuz-Buttons. Wir machen es mit Viereck und Kreis. Okay, ah, mich hat... Bekleckere mich nicht mit rum gerade. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, wenn man auf die Knöpfe draufdrückt. Ich hätte gedacht, dass mein Charakter vielleicht noch in die Knie geht und ich das daran absehen kann. Was fies ist, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Seiledrehen des Computers. Das heißt, das Timing ist auch noch mal ein bisschen delayed. Und ich dürfte das nicht gewonnen haben, glaube ich. Gucken wir mal. 13, 16, ah. Letzter Platz. Leider, jetzt hat der Blaue auch einen Punkt bekommen. Nächste Kategorie ist... Was haben wir? Oh, Zahlen raten. Oder besser gesagt, wir müssen gucken, auf welcher Seite die größte Zahl ist und dann entsprechend den Knopf drücken. Wenn es die gleichen Zahlen sind auf beiden Seiten, muss ich beide gleichzeitig drücken. Deshalb baue ich mal, dass ich hier... Schwer, jetzt habe ich... So, links, 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 rechts... Der Computer ist schneller einfach. Okay. Ich glaube, das sollte ich aber gewonnen haben. Es wird, denke ich mal, die Zahlen werden zusammengezählt. 50, 20 für den Zweitplatzierten, für den Drittplatzierten und 40 für den Zweitplatzierten. Also auch ein Punkt für mich. Und die letzte Stage, die wir uns angucken hier, ist... Da steigt der Affe die Palme hoch. Ich muss jeweils nach links und rechts meine Schritte bewegen, darf es aber nicht zu viel machen, weil ansonsten fällt der Palme, der Affe die Palme herunter. Also, zum Beispiel, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ich war der Erste, der oben war. Und jetzt habe ich zu viel gemacht und bin runtergefallen. Das Risiko ist immer da. Und jetzt, ich dachte, ich hab's. Man darf nicht zu viel, normalerweise sollte man seine Schritte dann zählen. Ey, ich habe gerade gedacht, ich habe es richtig gemacht. Alter, das war doch perfekt fast. Okay. Na, ich war nicht schnell genug. Und das war's. Naja, ich würde sagen, 2:1:1, das reicht. Damit bin ich der Sieger. Genug davon. Genug davon. Ich hab's nochmal geschafft. Ich hab gewonnen gegenüber dem Computer mit schönen, fußbasierten Rhythmusspielen. Und Leute, save the best for last. Vielleicht neben Suzuki Bakuhatsu, mein Liebling in der heutigen Show. Das habe ich nämlich auch sehr gerne gespielt in der Richtung aus, dass es einfach so abstrus ist, dass ich es mir in keiner anderen Sendung vorstellen kann. Tetsuya Komuro heißt das Spiel. Da können wir gerne jetzt auch schon aufs Ingame rauf. Und okay, ne? Tetsuya Komuro, könnte sein, dass das der werte Mann ist, den wir gleich sehen. Gabal irgendwas war es, genau, produced by Tetsuya Komuro. Ist also der entsprechend Macher dieses Spiels. Und da sehen wir das Intro hier gerade. Das ist wohl, hallo, ich denke mal, ich bin Tetsuya Komuro. Sitze gerade in meiner Renderbude und mache Musik mit meinem Synthesizer. Da geht's richtig ab. Da mache ich richtig coolen Sound. Ich drücke auf die 1 und... Ab und zu brauche ich auch mal Geschenke für mich, wenn ich den ganzen Tag so hart arbeite. Was schenkt sich der Kerl? Natürlich schenkt er sich Turnschuhe. Fantastische Turnschuhe der Marke Gabal, die zu Render-Turnschuhen werden. Und er kriegt einen Telefonanruf. Ja, ich komme gleich vorbei. Moment, ich versuche meine Renderbude abzuschließen. Werf noch ein bisschen diesen Basketball durch die Gegend, der, sobald er aus meiner Hand gekommen ist, sich in einen Renderball verwandelt. Warum auch nicht? Und dann gehe ich mit meiner grünen Korthose und meinem übergroßen Sakko zur Arbeit, wobei er gerade wahrscheinlich gearbeitet hat. Was passiert, wenn der Chef aus dem Haus ist? Was passiert da? Die Turnschuhe, sie fangen an zu fliegen und Musik zu komponieren, aber
Einmal auf den falschen Knopf getreten und die ganzen CDs, sie fliegen durch die Gegend. Oh mein Gott, alles ist durcheinander. Was wird wohl Herr Tetsuya Komuro sagen, wenn er wieder zu Hause ist? Das bleibt dem Gabal-Screen die Antwort zu geben von 1996, das Spiel. Also, in Gabal-Screen steuert ihr den fliegenden Schuh von Herrn Komuro. Ich kann hier in Echtzeit durch die Wohnung von Herrn Komuro fliegen. Mir gefällt übrigens auch, dass der Schuh die Schnürsenkel wie Flügel schlägt, während wir diese wirklich beruhigende Musik hören. Und wir können interagieren teilweise mit den Sachen hier. Zum Beispiel dieser Basketball. Ich kann hingehen und den treten. Was passiert, wenn ich den Basketball trete? Natürlich schön erstmal den Dribble machen. Und das sind mindestens 3 Punkte direkt am Ring noch mit dazu. Ja, ich kann mit dem Schuh hier herumfliegen. Und mit dem Ball konnte ich interagieren. So viel ist in der Wohnung auch jetzt hier nicht gerade. Durch die Tür kann ich, glaube ich, nicht durch. Oder da hältst du, ja genau, da hältst du den Schuh auf. Nein, ich möchte nicht raus. Ich habe hier ein Problem. Meine CDs sind alle verschwunden. Was ich machen kann mit dem Schuh, ist in den Computer fliegen. Und ich kann hier verschiedene Lieder auswählen. Shubiduba, Dubiduba. Oder zum Beispiel Yume no Suzuki. Ich glaube, Yume heißt Traum, wenn ich mich nicht irre. Warum nicht ein bisschen Crymax noch dazu? Und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Level, in die wir einsteigen können. I'm not in love. Punkt, 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 Punkt. I'm not in love. Wenn wir hier reingehen, fliegt der Schuh in eine andere Dimension und sind hier zum Beispiel gelandet in der Kindergartenwelt. Da ist ein Mobile oben. Wir sehen lauter Bauklötze, die runtergefallen sind. Und ein Baby im Hintergrund. Und da sehen wir eine von 6 CDs, die aufleuchtet. Hallo, Baby. Treten kann ich das Baby nicht. Aber hier sitzt so ein riesiges Baby. Hier ist eine Anleitung. Ne? Steht, let's make a house, click in order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steht das da aufgeschrieben. Hier haben wir auch noch a Schnuller. Da hinten, das ist a Babyflush. Oder? Also alles Sachen, mit denen wir hier hinfliegen und interagieren können. Aber wir haben unsere Anleitung ja hier, ne? Click in order. Also müssen wir herausfinden, wie die Reihenfolge ist. Zum Beispiel das Nummer 1 ist dieser Kollege hier. Und wir haben es angeklickt. Und das Haus fängt an, sich aufzubauen. Wir machen hier mal weiter. Haben Nummer 2. Und Nummer 3 ist der grüne Flock. Der ist hier. Und der blaue. Das war die Nummer 4. Nummer 5 ist grün. Das ist das Haus von Nikolaus. 2 haben wir nur noch. Da geht's hoch. Gelb war das nächste, ja. Gelb, genau. Gelb. Und erstmals, das ist ein Aufziehbaby. Da ist eine Schraube hinten dran. Und es hat mir mein verdammtes Haus weggebaut. Weggehauen. Ich hätte wohl, ist das eine Rasse? Ich hätte es wohl irgendwie ablenken müssen, das Baby, damit ich das Haus zusammenbauen kann. Und ja, an die Rasse kann ich nicht ran. Wer ist das Fläschchen? Kann ich damit interagieren? Okay, vom Fläschchen habe ich getrunken. Was ist mit dem Schnulli? Der Schnulli macht auch nichts. Vielleicht kann ich das... Oh, warte mal. Vielleicht kann ich das Baby entaufziehen. Das könnte es natürlich sein. Ah, schade. Ich hätte gedacht, dass das der Trick ist. Und ist es eine strategisch gute Stelle, da den Aufziehmotor für das Baby hinzupacken? Ich weiß es auch nicht. Zumindest, das ist eine der Welten hier in Gabal Screen. Tetsuya Komuros
Komorus, Gabal Screen. Und ich kann hier mit Home wieder zurück und wäre wieder in der Wohnung, um mir auch die anderen Level anzugucken. Dafür ist leider keine Zeit mehr heute über, denn wir sind schon am Ende angekommen der heutigen Folge von dem Retro-Club von WTF, die bizarrsten Spiele aus Japan, Teil Nummer 2 aus der PlayStation 1-Ära. Wie erwähnt, das hier im Rahmen standen, weil ich gerade noch ein paar mehr Spiele von der PlayStation 1 recherchiere, die nur in Japan rausgekommen sind, die ich euch in einem Giftschrank-Special hier gerne vorstellen möchte. Das unter anderem neben anderen Themen auch in den kommenden Wochen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Ideenvorschläge nicht nur für weitere Spiele, die in so einer Folge geeignet sind, sondern auch andere Themen, andere Spiele, andere Sachen, die wir hier gerne mal beleuchten können. Da bin ich immer offen für eure Vorschläge und ich hoffe, dass wir was Schönes finden, was wir in den kommenden Wochen und Monaten machen. Welches war euer Liebling? Schreibt das auch unten in die Comments mit rein. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr, falls ihr es noch nicht macht, uns über den Rocket Beans Supporters Club unterstützt, denn der macht uns möglich, solche Formate wie das hier umzusetzen, noch abstrusere und bizarrere Spiele euch zu zeigen. Ansonsten, ich war der Gregor, bleiben Sie uns gewogen. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Das war der Retro Club. Ich sage Tschüss.